Moment, wo, bei welchem Part sind wir jetzt gerade? Weil wenn ich bei Part 200 bin, dann muss ich auch gebührend sagen, feiern und sagen, hier, wir sind. Scheiße. Ja, scheiße, wir sind schon bei 200 Parts. Scheiße, wir sind schon bei 200 Parts. Ah, da mein Vergangenheits-Ich das leider in der Folge an der Stelle nicht gesagt hat, musste mein Zukunfts-Ich einschreiten und das nochmal sagen. Wollte ich nur mal gesagt haben. Nimm das Vergangenheits-Ich. Du hast im Übrigen Aussetzer. Aussetzer. Ja, also das habe ich gelernt mit Level 45. So spät, so eine scheiß Attacke? Ja, bin halt kein Traumato. So, was haben wir denn da eigentlich noch mal so? Ach so, ja, wir haben außerdem andere Stimmen, mit denen wir uns unterhalten können. Gar nichts! Die magische Miesmuschel zum Beispiel. Die kann man aber jetzt nur noch einmal einsetzen und dann nicht mehr. Was? Wieso? Wegen Aussetzer. Ach so, ah, ja, stimmt. Okay, habe ich das jetzt schon vorgelesen? Ich weiß es nicht. Ich vermute, das Objekt, das vom Altar entfernt wurde, war die Unheilsglocke, von der in der Inschrift die Rede war. Ja. Professor, könnte das etwas mit Arcani zu tun haben? Nein, denn Arcani kann nicht Aussetzer lernen. Nein! Oh, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich muss mir da echt was einfallen lassen, dass wir das nächste Mal keine technischen Probleme haben. Was war das? Das war ein Bildaussetzer, weil mein 3DS halt, also weil die Capture Card irgendwie nicht mehr so tüfte verbunden ist. Ich kann ja mal Aber wisst. versuchen, den so hinzulegen und das Bild wieder hinzubekommen. Ja. Das ist mies. Ich kann den nicht einfach auf den Tisch legen. Sonst geht das Bild weg. Das heißt, ich kann jetzt, hab jetzt nicht die Hände frei für Sounds. Mist. Schlecht, aber es war doch vorher nicht so. Ich sag mal, es ist schon mal vorgekommen. Danach habe ich das Teil reparieren lassen. Das sieht man ja, wie lange das angehalten hat. Ein paar Monate. Keine Höchstens. Reparatur auf die Garantie auf die Reparatur? Na, bei sowas klein. Das war ja eigentlich bloß, die haben bloß einen Dings ersetzt. Einen. Den USB-Slot. So. Ja, aber der neue scheint jetzt auch schon wieder kaputt zu sein. Oder nicht mehr zuverlässig, was weiß ich. Kann ja auch mal passiert sein. Ich glaube, in der Zwischenzeit ist mir das Ding einmal runtergefallen. Aber mit dem anderen USB-Slot hat das noch nicht so viel Schaden angerichtet. Naja. Ich nehme demnächst den New 3DS und dann geht das. Okay. Ja. Dafür habe ich den ja gekauft. Ich will Um mir auch noch mal ein einen Backup demnächst zu kaufen. haben, hä? Ich will mir demnächst auch mal einen kaufen. New 3D. Nee, nimm noch den New 2DS. Nee. Aber der ist doch so schlank und Hauptsache, klappbar. Hauptsache XL. Ja, das ist ja der New 2DS auch so, glaube ich, von der Größe her. Weiß ich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Der ist, glaube ich, auch so groß. Aber das Ach, kann ich mal nicht schauen. mit Sicherheit sagen, Luke. Denn 2DS und 3DS sind sehr verschiedene Dinge. Das sind 2DS sehr verschiedene Dinge. Okay, allerdings haben sie vielleicht beide ihren Ursprung in dieser Legende. Du hast Informationen über die Unheilsglocke erhalten. Moment mal, haben wir für den Part nicht eigentlich 10 Minuten das letzte Mal gebraucht? Ja, ungefähr. Ursprung, Herr Layton. Eisprung. Denken Sie noch einmal darüber nach, was hier geschrieben steht. Was geschah nach der Katastrophe? Sie meinen den. Teil, oder? Ich denke, als die Glocke geläutet wurde, hat sie etwas heraufbeschworen. Ja, etwas. Was für eine Art Fluch könnte das gewesen sein? Und was ist diese...
große Katastrophe! Hatten wir das jemals? Ich glaube nicht. Die der Dämon verursacht hat. Wartet, könnte es... ein Feuersturm sein? Ja, denn es ist Arcani. Das steht's auch noch da. Das die ganze Stadt verwüstet hat. Erinnert euch. Oh, das ist neu. Hm? Ja, genau. Das ist der Text, aber der ist meiner. Nein! Das Bild ging weg. Das Bild geht weg. Das Bild. Sophie, was ist denn los? Das Bild geht weg. Das ist los. Sie hat andere Augen bekommen. Oh nein, was? Echt? Mhm. Die waren blau. Jetzt sind sie schwarz? Ja, ja. Das war's vorher auch, aber... ja, schwarz. Das gibt's doch nicht. Mein 3DS schmiert ab. Bitte nicht. Ah, nichts. Alles in Ordnung. Bist du sicher? Uns gegenüber kannst du ruhig ehrlich sein. Sag uns, wenn was nicht stimmt, ja? Ja, natürlich. Ich bin trotzdem verwundert. Was genau war diese Katastrophe, die sich ereignet hat? Jetzt ist aber gut mal. Ah. Gesundheit. Ja. Ich weiß nur von einer Sache in... was? Dem 3DS oder mir? Der hat nämlich auch gerade so ein kleines Hixi-Lipsi, Beiden. Ja. Ich weiß nur von einer Sache in Labyrinthia, die man einem Fuhu nennen kann. Sie, Mr. Wright. Okay, und das große Feuer. Nee, die Katastrophe wäre das gigantomanische Feuer. Das große Feuer ist nur ein kleines Feuer im Gegensatz zum gigantomanischen. Also eine kleine Katastrophe. So wie Luke. Okay, ich wüsste auch noch, was eine Katastrophe wäre. Joey? Boah, das hast du gesagt. Dachte, darauf willst du hinaus. Nein, ich würde doch nie was gegen Joey sagen. Ah. Diesen lieben Kater. Strophe. Eine Katastrophe. Ah, das ist eine miau, Lied. Miau, 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 miau. Das ist die Nyan Cat. Katzenmusik nennt man das. Nyan Cat. Nee, wie geht das nochmal? Jetzt weiß ich nicht mehr. Ich hab's nicht erkannt. Ja. Also auf jeden Fall. Wieso kennst du den Text nicht von Nyan Cat? Ich kann den immer nicht richtig behalten. Ja, ist so schnell. Okay, großes Feuer. Mein 3DS soll mich jetzt bitte nicht im Stich lassen. Natürlich, ich verstehe es jetzt. Sowohl die Unheilsglocke als auch die Legende von Arcani müssen... Sophie, bist du sicher, dass alles in Ordnung ist? Du bist ziemlich blass. Sie ist die große Hexe. Oh. Feuer. Nun, erinnert ihr euch jetzt, Sophie? Das ist Gloria. Ist das Gloria? Oder die Hexe. Vielleicht sind die auch eine und dieselbe Person. Ich bin der Meinung schon seit Anfang des Spiels, dass es Gloria ist. Nein, also ich meine die große Hexe, die in dem Dorf wohnt. Hä? Ach so, die, ja, das kann auch. Nein, nee. Euch daran zu erinnern. Ja. Wer ihr seid und was ihr wirklich seid. Boah. Und was ihr getan habt vor so vielen Jahren. Wie Emmy damals. Mann! Mann! Ich krieg kein Bild mehr rein und das... ja! Das ist so... Das ist zu instabil gerade. Schau, jetzt sind die wieder blau. Ja! Ja.
Oh, bitte geh jetzt nicht kaputt. Bild. Shenlong! Alles in Ordnung, Sophie? Nein, ich bin... Es stimmt. Ich bin Akana. Die große Hexe Akana. Sophie! Das Schauspiel beginnt. Wir Jonathan Frakes. Nein, wirklich nicht. So, jetzt ist der Bildschirm wirklich schwarz gewesen. Aber trotzdem, das kann doch nicht wahr sein, dass mir das Bild flöten geht. Das passt überhaupt nicht so rein. Vor allem, weil wir jetzt gerade mal eine knappe halbe Stunde aufnehmen. Und ich muss gerade kurz weg. Was? Gesundheit. Ich bin gleich wieder da, der Joey schreit. Okay, ich lese so lang vor. Hexe, Sophie in London und große Hexe, Herrin der Schatten, Pogiswald. Die sogenannte große Hexe war sicherlich nicht Akana. Es kommt mir so vor, als wollte sie mir Hinweise geben. Aber ich hatte keine Münzen. Die verborgene Wandmalerei unter dem großen Archiv und die Relikte unter dem Wald stammten aus der gleichen Epoche. Beide sprachen von einer großen Katastrophe, bla bla. Ich kann förmlich spüren, wie uns jemand zu den Relikten unter dem Wald und unter der Bibliothek führt. Glockenturm und Alchemist. Bla bla bla, Victoire, Geheimnisse, Stadt, Wahrheit, Hexen, Turm. Wichtig. Der Glockenturm erschien in einer Flammenlohe, doch niemand hat je die Glocke läuten gehört. Oh. Hallo! Hallo! Wie war das nochmal? Niemand hat jemals die Glocke läuten gehört? Das erinnert mich gerade an den Anfang von Professor Layton und die ewige Diva. Doch die Glocke wurde nicht gestohlen. Den habe ich einmal gesehen, das ist so lange her, dass ich nur noch weiß, dass es auf einem Schiff gespielt hat. Ja, aber der Teil, den das ich... Dass am Ende ein Riesenroboter kam. In einem Turm. Auf der Bridge. Weiß ich nimmer. Muss ich mal wieder schauen. Ja. Offenbar bauten die vorherigen Einwohner dieser Region diese unterirdischen Kammern, um die Unheilsglocke zu versiegeln. Als sie fortgingen, hinterließen sie eine Warnung. Rutschgefahr. Frisch gewischt. Die Unheilsglocke, die in den Ruinen versiegelt sein sollte, ist nicht mehr hier. Wer hat sie mitgenommen? Und wohin? Sie selbst. Fast so, als wäre sie besessen. Sie hat immer und immer wieder "Ich bin die große Hexe Akana" gemurmelt. Sie ist einfach weggelaufen, als wir versucht haben, sie zu beruhigen. Wir haben versucht, sie einzuholen, aber sie war schneller. Wir haben sie überall gesucht, in den Ruinen, im Wald, aber wir haben keine Spur von ihr gefunden, egal wo wir gesucht haben. Wir dachten, sie wäre in die Stadt zurückgekehrt. Und wenn das der Fall ist, haben die Ritter sie sicherlich gefangen und in den entsetzlichen Gerichtssaal geschleppt. Es versteht sich von selbst, dass wir sofort in die Stadt gegangen sind, um nach ihr zu suchen. Und dann, ganz ohne Vorwarnung, wurde Labyrinthia von einem schweren Sturm heimgesucht. Über dem Marktplatz lag eine bedrohliche Stille. Ich konnte nichts außer dem Regen hören. Wir wussten es zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber der Regen war ein Vorbote. Von was? Dem Postboten. Ja, weil der Postbote kann ja schlecht bei Regen ausliefern. Deswegen muss er warten, bis der weg ist. Logische Erklärung, Fall gelöst. Die schrecklichen Dinge, die noch geschehen würden. Ach so, nicht den Postboten, okay.
Ja, und was sind die schrecklichen Dinge, die geschehen werden? Die Fortsetzung. Vermutlich. Ja. Was? Verhextes Fenster, wo war das denn? Möchtest du speichern? Ja. Mhm. Eigentlich, also ich werde mal irgendwo speichern, wo ich sicher bin. Weil kann ja immer jederzeit noch eine Aufnahme kaputt sein. Stimmt. Ja, wir benutzen ja jetzt wieder Camtasia, mal sehen, ob es klappt.